Bist du noch auf der Suche nach einem guten High-Gain-Sound für dein Rock- und Metal-Setup, egal ob mit Amp oder am PC mit einer Amp-Sim, und bist dir aber nicht so sicher, was denn eigentlich Gain so richtig bedeutet, was der Unterschied zwischen Overdrive und Distortion ist und so weiter? Und bist da immer noch ein bisschen, ja, unbeholfen und ärgerst dich eigentlich, hast du vielleicht einen ganz coolen Amp gekauft oder eine coole Amp-Sim, aber irgendwie wird der Sound nicht so, wie du es gerne hättest. Wenn das der Fall ist, dann bist du hier genau richtig. Wir schauen uns heute mal das Thema Gain, Overdrive und Distortion an. Fuzz und Boost lassen wir mal außen vor und schauen einfach mal, was denn da tatsächlich so der Unterschied ist und was man denn in welchem Maße benutzen soll. Und damit herzlich willkommen bei Strugglecaster. Wir schauen uns jetzt heute tatsächlich einfach mal an, wie es denn so aussieht, was passiert, wenn ich viel Gain benutze, warum ein Overdrive Sinn macht, was ein Overdrive denn ist und was ein Distortion Pedal ist und ob das denn auch Sinn macht für uns. Hierzu nehme ich euch jetzt mal mit ran an den PC. Ich habe hier meine DAW wieder offen mit meiner kleinen Amp-Sim, mit Guitar Rig 7 von Native Instruments. Hatte ich ja letztens schon mal ein bisschen durchgenommen. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich habe hier ein ganz einfaches Preset erstellt. Das habe ich jetzt mal hier Gain genannt, indem ich einfach ein Amp hinzugefügt habe. Und sonst ist da nichts weiter drin. Also Amp und das passende Cabinet dazu hört sich dann in Summe einfach mal so an. Nichts Besonderes, klingt halt so ein bisschen, ja, Punkrock-mäßig, also ein bisschen Punkrock mit ein bisschen mehr Gain, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen Hardcore-Punk oder sowas. Jetzt nicht mordsmäßig geil, aber wir schauen uns das Ganze jetzt eben mal an. Und zwar hier habe ich jetzt hier zwei Channels, Lead und Rhythm. Ich bin hier auf dem Rhythm-Channel und diese Regler sind die Gain-Regler. Bei eurem Amp oder bei eurer Amp-Sim kann das dann auch Gain heißen oder kann auch Drive heißen. Ist mal so, mal so. Darf man nicht verwechseln mit den hier Post-Gain, beziehungsweise dann bei den meisten Amps Volume-Regler, ist dann natürlich ein kleiner Unterschied. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, wir sind ja Metalheads, wir wollen Metal spielen, also nehmen wir einen High-Gain-Sound. Das heißt, wir drehen jetzt einfach den Gain voll auf und dann haben wir so einen krassen Metal-Sound. Und genau das ist eben so ein Irrglaube, dem viele in den 80er, 90ern anheimgefallen sind. Und so seit den 2000ern regelt sich das langsam wieder runterwärts, was ich persönlich sehr, sehr begrüße, dass man eben weniger Gain benutzt und auch nicht mit den Distortion und Overdrive so maßlos übertreibt, weil es einfach den Sound matschig werden lässt. Ich mache jetzt hier mal ein Beispiel. Dazu muss ich hier gleich mal mein Mikrofon kurz muten und dann hören wir uns das jetzt mal an, wie sich das mit verschiedenen Gain-Stufen anhört. Wir fangen jetzt hier mal mit wirklich wenig Gain an und ich gebe dann immer mal ein bisschen was drauf. Fangen wir es hier einfach mal so bei um die 1 an, das ist ja quasi gar nichts. Und dann schauen wir mal, wie sich das anhört. Also wenn man jetzt hier mit diesem VAN 51, das ist quasi so ein EVH 5150 Amp Model, wenn man da jetzt einen richtigen High-Gain-Sound rauskriegen möchte, muss man hier schon ordentlich aufdrehen. Und da kommen dann eben sowas wie Overdrive, Boost-Pedals und vor allem Distortion ins Spiel, die dann nochmal die ganze Sache interessanter machen. Und zwar haben wir beim Overdrive, ich füge jetzt hier mal einfach einen dazu, ein Tube-Screamer-Klon quasi, den ich hier mal reinfüge. Ich deaktiviere den Overdrive hier nochmal, dann hören wir uns jetzt mal, ich spiele jetzt immer das gleiche Riff, so mehr oder minder, hören wir uns das Ganze mal ohne den Overdrive an und dann hören wir das mit dem Overdrive einmal mit wenig, mit ein bisschen mehr und dann mit ordentlich Power dahinter. Ihr merkt, also wenn man da zu viel gibt, dann fängt das auch an matschig zu werden. Wir haben immer noch das Problem, ja, so der klassischen Nebengeräusche, sage ich jetzt mal.
Also zum Beispiel das Leiden auf den Seiten von den Fingern, auch der Anschlag vom Pick wird natürlich immer extremer. Das ist sowohl beim Gain als auch natürlich beim Overdrive so. Jetzt haben wir die Sache, dass es verschiedene Overdrives gibt. Der hier ist zum Beispiel relativ simpel hier aufgebaut. Der hat einfach nur einen Drive-Button und einen Volume-Knob. Was man auch machen kann, oder beziehungsweise hier ist noch der Tone-Knob, da kann man die Tonwärme noch ein bisschen einstellen. Je höher die eingestellt ist, desto höher ist der Mitten- und Höhenanteil, sage ich jetzt mal. Und je niedriger man es einstellt, desto dumpfer wird es natürlich. Aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Es geht hier nicht um die Soundbildung, sondern tatsächlich eher um das Thema Overdrive, Gain und Distortion. Was man auch machen kann, ist, wenn man einfach nur ein bisschen einen Boost möchte, einfach mal den Drive auf Null stellen lassen und einfach hier das Volume, den Volume-Knob so als kleinen Booster nehmen. Beziehungsweise nicht unbedingt Null, aber halt so in ganz, ganz kleinen Werten. Ich glaube, wenn man noch ganz auf Null stellt, kann es auch bei manchen Pedalen sein, dass da gar nichts rauskommt. Von daher stellt es einfach ein bisschen so auf 0,5 oder so, keine Ahnung, hier oder 0,4 und probiert es mal mit dem Volume-Knob. Das ist bei Clean Sounds oder bei leicht angecrunchten Sounds ist das ganz cool, wenn man da nochmal so einen Booster vorstellt. Hat vor allem den Hintergrund, das kommt eigentlich eher so von den Leuten, die tatsächlich Pedalboards benutzen, weil nicht jeder unbedingt ein Boost-Pedal auf seinem Board hat. Kein Platz, kein Geld, will einfach keins haben, weil es einfach zu selten genutzt wird und so weiter und so fort. Und in dem Sinne mache ich den Overdrive hier jetzt mal aus und wir hauen jetzt hier einfach mal so ein Distortion-Pedal mit rein. Ein Fass lasse ich jetzt mal außen vor. Ich nehme mal hier das normale Distortion-Pedal. Es gibt hier auch noch so Chainsaw und sowas, die klingen dann wie diese Boss-Metal-Zone. So mega übertrieben, aber das lassen wir jetzt mal. Ich klemme die natürlich immer vor, das Amp. Also ich habe hier wirklich, wie man es halt eben so anschließen würde, Gitarre, Overdrive-Pedal, Amp und dann eben das Cabinet. Das Cabinet ist dieses Ding hier unten. Daran verändere ich jetzt auch großartig erstmal gar nichts. Wir wollen hier tatsächlich wirklich nur auf dieses Thema mit Distortion und Overdrive eingehen. Und jetzt machen wir das Gleiche, was wir mit dem Overdrive gemacht haben, jetzt nochmal mit der Distortion. Ich mache den erstmal aus. Wir hören uns das nochmal kurz clean an, also in Anführungsstrichen nur den Amp. Und dann hören wir mal, was das Distortion Pedal macht. Hier merkt man wieder, weniger ist halt eben immer ein bisschen mehr. Die Distortion besteht dann schon mehr aus ja krasseren Zerrungen im Sound, ist ein bisschen komprimierter als der Overdrive, macht dadurch natürlich auch mehr Zerre her im Regelfall. Also ich meine, klar, wenn ich einen Overdrive voll aufdrehe und Distortion nur ein bisschen, macht der Overdrive wahrscheinlich mehr Zerre her. Aber im Gesamten gesehen ist die Distortion halt eben die krassere Verzerrung, sage ich jetzt mal. Wie die Signale aussehen, blende ich euch hier ein nochmal. Wir haben hier das Signal, wie es von der Gitarre ganz normal clean aussieht. Wir haben hier das Signal von dem Overdrive und da unten haben wir das Signal von dem Distortion Pedal. Und wie ihr merkt, es ist natürlich immer schwierig, die Waage zu halten, den richtigen Pegel zu finden, sage ich jetzt mal, von beiden. Ihr müsst eben hier nochmal zu sehen mit dem Gain des Amps rumspielen. Ich persönlich fange da eher mit dem Amp an und stelle mir erstmal den Gain am Amp entsprechend ein, wie ich das möchte. Ich mache das meistens mit gemuteten Noten, weil ich eben so ein klein wenig von diesem Rauschen hinten dran haben will, um vom Amp selber schon genug Zerre zu haben, aber natürlich nicht so viel, dass es matschig klingt. Ich zeige das jetzt nochmal. Und dann nehme ich noch den Overdrive dazu. In meinem Fall, also ich spiele mich eigentlich meistens mit so einem Tube Screamer, beziehungsweise hier mit dem Tube Screamer Imitat und pegel den dann eben entsprechend so ein, dass ich einen für mich dicken Sound habe, der mir gefällt. Ich demonstriere das jetzt hier nochmal. Und ich muss sagen, so die erste Einstellung so bei 4,5 oder so, 3,6 ungefähr war es, 3,6 bis 4, war für mich jetzt eigentlich schon genug an Drive, um für mich einen guten Sound zusammen zu bekommen in Sachen Overdrive. Wir reden hier nicht von der Tonfärbung, also dem Tone-Knob habe ich jetzt nichts gemacht. Mit dem Volume-Knob könnte man auch noch ein bisschen spielen, um das Signal noch ein bisschen zu verfeinern. Aber generell rede ich jetzt einfach nur von der Verzerrung per se.
Und genau das ist der Punkt an der ganzen Geschichte. Nehmt ein bisschen weniger, probiert euch aus, also so ein Ven 51, also hier dieser 5150-Klon, sage ich jetzt mal, der hat natürlich viel, viel mehr Gain in petto. Wenn ich den jetzt komplett aufdrehe oder am besten noch auf den Lead-Channel gehe, der ja bekanntermaßen noch mehr Zerre bietet, dann habe ich natürlich unendlich viel Gain und dann kann ich unendlich viel Match generieren. Ich habe es jetzt mal nur auf dem Written Sound gelassen oder beziehungsweise auf dem Written Kanal bei dem Amp, weil der Lead-Kanal, da ist einfach so viel Gain mit drauf, das macht dann auch keinen Spaß mehr zum Hören, aber ich denke, ihr habt die Message dahinter bekommen. Wenn euer Amp nur einen Kanal hat, müsst ihr natürlich entsprechend schauen. Es kommt immer darauf an, was ihr habt. Habt ihr so ein Modeling-Amp mit verschiedenen Amp-Sims drin und solche Geschichten mit irgendwelchen Stufen, so ja, Clean, Crunch, Lead, Rhythm und keine Ahnung was, dann sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Habt ihr jetzt ein dediziertes Amp, also sprich, ihr habt euch irgendeinen Marshall JCM oder sowas gekauft oder den EVH 5150 oder irgendeinen anderen Amp, dann habt ihr da natürlich teilweise nur einen Channel und müsst dann eben schauen, wie ihr mit dem Gain dann entsprechend zu Rande kommt. Denkt aber immer dran, wenn ihr versucht, den Sound von Gitarrist XY in Song YZ zusammenzubekommen, dieser krasse Zersound, das sind meistens gedoppelte Gitarren, die aufgenommen wurden, also sprich einmal nach links, einmal nach rechts gepennt, das hatten wir in der Recording-Reihe, und denkt auch dran, dass das nachbearbeitet ist. Da kommt noch der Equalizer, da kommt noch der Kompressor, da kommt eventuell noch ein Limiter dazu, die Masterspur wurde bearbeitet und so weiter, was das ganze Gitarrensignal nochmal komplett abändert. Ihr müsst immer, wenn ihr auf der Suche nach Sound seid, immer den Kontext bedenken. Wenn ihr jetzt für euch einen Sound sucht, der einfach nur so zum Rumspielen, wenn ihr alleine spielt, einfach fett und geil klingt, einfach so mit viel Delay, Reverb und so, dass der so ein richtig schöner Lead-Sound ist, ist das natürlich geil. Wenn ihr aber dann natürlich im Recording-Kontext andere Instrumente mit einbauen wollt, müsst ihr natürlich einen anderen Sound zusammenbekommen. Und da gilt es eben immer, wenn ihr jetzt zum Beispiel ja so modernerer Metalcore und so, diese schönen, dicken, gemuteten Noten, das ist immer so ein kleiner Anhaltspunkt von mir, den ich mir immer so ein bisschen zu Herzen ziehe, wenn ich jetzt hier mal den Gain so ein bisschen aufdrehe. Da merkt man, da kommt noch so ein bisschen Nebengeräusch. Wenn ich das jetzt mal hier so runterdrehe, das klingt natürlich jetzt nicht so mega Metal und so mega geil. Deswegen gibt man hier schon ein bisschen mehr Gain, man gibt ein bisschen was vom Drive dazu. Und dann hat man schon eher diesen typischen Metal-Riffing-Sound, sage ich mal, bei den gemuteten Noten, dass es halt nicht nur der Ton klingt, sondern dieses, ja, ich nenne es mal Nachrauschen so ein bisschen mitkommt. Und genau das ist ja so ein Ding, was wir auch erreichen wollen. Wir wollen ja, wenn wir gemutete Parts spielen, das ist vor allem im Metalcore und so, ist das ja relevant, wenn man da so die Breakdowns anhört, die dann einfach wirklich nur noch so vereinzelte, gemutete Noten sind, die müssen halt fett klingen. Ihr müsst aber im Hinterkopf behalten, dass das, was ihr spielt, wenn ihr aufnehmt oder in einem Bandkontext spielt, also vor allem bei der Aufnahme, doppelt ihr die Gitarre ja. Das heißt, ihr pennt sie einmal nach links, einmal nach rechts und nehmt sie zweimal auf. Dadurch habt ihr quasi den doppelten Sound. Und wenn ihr jetzt voll auf Distortion geht und High Gain und keine Ahnung was, den Overdrive hier komplett hoch und auch noch den Gain am Amp hochzieht, dann merkt ihr, dann klingt das schon nicht mehr schön. Und wenn ihr das jetzt dann im Recording-Kontext aufnehmt und einmal links, einmal rechts pennt, dann habt ihr quasi, ja, es ist nicht exakt doppelt, war jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd ausgerückt, aber ihr habt halt eben einen viel, viel breiteren, fetteren Sound. Und dadurch passiert es halt eben auch, dass ihr euch dann in dem Kontext einfach mit Gain übernehmt und dann wird euer Mix immer matschig klingen. Und ihr werdet in Anführungsstrichen nicht rausfinden, warum das jetzt so ist, und ihr werdet da auch nicht alles mit einem Equalizer retten können. Und von daher behaltet euch immer im Hinterkopf, wenn ihr jetzt natürlich sagt, ja, ich will jetzt einfach nur, keine Ahnung, den neuesten Song von Band XY, irgendeinen Slayer-Song oder sowas, für mich nachspielen, und ich will jetzt einfach nur einen Sound, der richtig fett für mich alleine klingt, wenn ich jetzt hier stehe und am besten nicht mal mit Drums, sondern einfach nur so vor mich hinschrubbe, dann ist das vollkommen okay. Dann könnt ihr da auch Gain drauf geben zu eurem Gusto. Aber im Recording-Kontext müssen wir natürlich die Kirche im Dorf behalten und uns im Hinterkopf behalten, dass weniger oftmals mehr ist. Und das ist das ganze Geheimnis an der ganzen Geschichte mit Overdrive und Distortion und natürlich dem Gain-Knob des Amps.
Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, ich konnte euch da ein bisschen aufklären, falls ihr mit dem Thema euch noch gar nicht beschäftigt habt und noch gar nicht so sicher wart, was ihr denn jetzt für euch eigentlich braucht oder nehmen solltet und wie ihr euch da am besten rantastet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, das freut mich besonders und aktiviert gerne die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Ansonsten ist es das für diese Woche auch schon gewesen. Ich wünsche euch ein cremiges Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.